wird das nichts. So wird was nichts. Er hat dich gerade geblickfickt. Geblickfickt? Geblickfickt. Und du hast ihn gegen die Wand rennen lassen. Ich bin Dirk. Professionelle Datinghilfe für Frauen wie dich. Als ob ich sowas nötig hätte. Wie viele Dates hattest du dieses Jahr? Danke. Ladies, kennt ihr das? Ihr seht endlich mal einen halbwegs interessanten Mann und wisst nicht weiter? Ich schon. Lektion 1, das Kennenlernen. Hier hilft nur der Sturz ins kalte Wasser. Sorry, aber das tut mir leid. Haltet euch nicht zu sehr zurück. Männer reagieren nicht auf kleine Signale oder Subtextandeutungen. Und wenn der Mann dann anbeißt und euch daten will, dann bloß nicht die Nerven verlieren. So, was haben wir denn hier? Rollkragenpulli? Fass mich bloß nicht an! Sweatshirt? Hey, ich komm grad vom Training. Blümchenkleid? Ja! Ah, Blümchenkleid ist wie Blümchensex. Egal ob kurz oder lang, stinklangweilig. Ladies, beim ersten Eindruck punktet ihr nicht mit eurem Wissen über Politik und Literatur, sondern mit euren Brüsten und dem Arsch. Also präsentiert euch ruhig mit den Waffen einer Frau. Du hast 20 Minuten. Bleibt ganz ruhig. Männer sind simpel. Mhm. Punkt 1, lacht über alles, egal wie schlecht. Punkt 2, seid stolz und anmutig. Punkt 3, unangenehme Fragen mit einer allessagenden Geste beantworten. Punkt 4 kommt später. Los geht's. Margot, bist du da? Hallo. Schön, dass du es hier. Oh. Nein, ja, das ist mein Reich. Wollen wir los? Also ich meine, wenn du ohne Jacke und Tasche los willst. Ja. Das wusste ich doch. Woher weißt du, dass ich Jura studiere? Das habe ich dir doch noch gar nicht erzählt. Das habe ich von deinem StudiVZ-Profil. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da, ja? Was mache ich denn jetzt? Irgendwie läuft das nicht so richtig. Okay, wir kommen jetzt zu Punkt 4. Mhm. Ladies, das ist einfach das Element. Läuft. Oh Gott, oh Gott. Dirk. Da bist du ja wieder. War was? Sollen wir lieber was anderes, woanders hin essen gehen? Nein, ist alles okay. Also, wollen wir nicht einfach erstmal was trinken? Klar. Okay. Cheers. Oh Gott, sorry. Mara, Scheiße. Entschuldige bitte. Danke. So hast du dir das irgendwie nicht vorgestellt, oder? Oh, eine Currywurstbude. Der Arm wird ja immer besser. Also beruhig dich. Beruhigen? Du hast uns eben im Restaurant blamiert. Nein, das war der Rotwein. Der Rotwein? Deine Pommes mit Mayo? Pommes mit Mayo? Ich will nichts. Mir reicht es mit dir. Mann, du bist so wie dein Vater, bist du.
Weißt du, dieser Abend, ne? Also der chaotische Abend, der war schon ziemlich lustig. Auf unser erstes chaotisches Date. Nächste Woche Sixpack und Bier, Currywurst und Pizza bei mir. Bier mag ich sowieso lieber als Sekt. Du bist einfach die merkwürdigste Person, die ich je kennengelernt habe. Aber ich mag das irgendwie. Ladies, der Mann ist genau da, wo ihr ihn haben wollt. Aber damit das so bleibt, kein Kuss beim ersten Date. Dann seien wir mal ehrlich. Dating bedeutet Begierde, Verführung, Manipulation. Ein Spiel, das man auf die Spitze treibt, bevor er seine Spitze zum Treiben auspacken darf. Und das ist nicht heute. Danke. Aber das ist mein Abend. Mann. Ladies, die vierte Regel: Seid einfach ihr selbst und verstellt euch nicht. Früher oder später kommt das sowieso raus, und wenn ihr einen Mann verarscht, dann habt ihr ungefähr so viele Chancen wie ich mit meinem schwulen Schal. Jetzt mach schon. Ihr Abend. Einfach zusammendrücken. Ja, ja. Aua.